Was nutzt der schlaueste Kopf, wenn man ihm dumme Fragen stellt? So viel wie ein Porsche auf einem Feldweg. Was nutzen wissenschaftliche Spitzenkräfte und Superelektronenhirne und eine Weltraumbehörde, die sich mit einer so dämlichen Frage beschäftigen, wie der, ob es außer uns noch anderes Leben in diesem Kosmos gäbe? Gut, es wird natürlich nach intelligentem Leben gefragt, weil da die Dämlichkeit nicht so ins Auge springt. Aber das macht keinen Unterschied. Damit es einen Unterschied machte, müsste nämlich erst einmal bewiesen werden, dass es unintelligentes Leben überhaupt gibt. Diesen Beweis dürften unsere Naturwissenschaftler kaum erbringen können. Ist ihnen doch selbst die menschliche Intelligenz ein nicht einzuordnendes Rätsel. Hinter der Fragestellung nach weiterem intelligenten Leben im Kosmos verbergen sich derart viele ungeprüfte und unbeweisbare Vorgaben, dass wir zu Anfang einmal die sogenannte Suche nach unseren Brüdern und Schwestern im All einer eingehenden Betrachtung würdigen werden, um dabei in der Absurdität des Vorhabens die Absurdität der Vorgaben zu erkennen. Das sind zuerst einmal die beiden amerikanischen Raumsonden, Voyager 1 und 2, die im Spätsommer des Jahres 1977 ins All geschickt wurden. In der Geschichte der Raumfahrt ist das fast schon ein historisches Datum. Betrachtet man jedoch das Programm, vor allem von Voyager 2, muss man erkennen, dass sich die Raumsonde noch in der Startphase befindet. Dabei ist der erste und wohl gewichtigere Teil des Programms bereits zu aller Zufriedenheit erledigt. Der bestand in einer unglaublichen Reise durch unser Sonnensystem, mit einem Besuch bei fast allen ferneren Planeten, mit dem ausdrücklichen Auftrag, von dort so viele Fotos wie möglich nach Hause zu schicken und zahlreiche weitere Informationen. Das hat bis dahin bewundernswert gut geklappt, brauchte aber seine Zeit. Das schnellste Flugobjekt, das der Mensch je gebaut hat, verließ die Erde im August 1977 und erreichte Jupiter im Juli 1979, Saturn im August 1981, Uranus 1986 und Neptun schließlich 1989. Die zurückgefunkten Informationen schaffen den Weg zum Glück in etwa 4 Stunden. Auf Geschwindigkeiten und Entfernungen werden wir in einem späteren Kapitel noch genauer eingehen. Im Moment dagegen lieber den zweiten Teil der Voyager-Reise begutachten. Inzwischen nämlich hat unsere bis jetzt so erfolgreiche Sonde das Sonnensystem verlassen und befindet sich auf dem schnellsten Weg zu anderen Sonnen, wo sie als Botschafterin der Erde fungieren soll. Eine bestimmte Adresse als Ziel hat ihr niemand mitgegeben. Aber falls der liebe Zufall sie in der Nähe einer intelligenten Zivilisation vorbeifliegen lässt, wird diese sich des seltsamen Flugobjekts schon bemächtigen und so die irdische Botschaft empfangen. So dachten zumindest General Ford, der 38. Präsident der Vereinigten Staaten, und ein paar ausgesuchte Denker der NASA, Amerikas Raumfahrtbehörde. Vielleicht hofften sie sogar auf Antwort. Um sich, oder besser gesagt uns alle, den vermeintlichen Brüdern im All geziemend zu präsentieren, haben die geistreichen Schöpfer der Idee allerlei hübsche Kleinigkeiten im Bauch der Sonde versteckt. Da ist vor allem eine kupferne Langspielplatte, die golden aussieht. Sei uns auf Earth, heißt das Werk, Laute der Erde. Eine Abspielnadel ist für alle Fälle beigelegt, und ein paar Anweisungen zum Gebrauch finden sich auch auf der Hülle, neben Angaben zum Aufenthaltsort der Erde und zur augenblicklichen Epoche. Hat der vermeintlich ausreichend intelligente Außerirdische alles verstanden und die Platte endlich aufgelegt, dann schallt ihm erst einmal ein fröhliches »Guten Morgen« in 56 oder mehr Sprachen entgegen. Dann darf er sich 1,5 Stunden hervorragende Musik aus 5 Kontinenten anhören. Auch ein Humpback-Wal wird zu vernehmen sein. Und ein paar irdische Geräusche mehr. Außerdem gibt es noch eine Schachtel mit Fotos von allen möglichen Situationen und jede Menge wissenschaftliche Spielereien, wie beispielsweise die Aufzeichnung der elektrischen Aktivität eines Gehirns, eines Herzens, eines oder vermutlich 2 Augen und einiger Muskeln. Und natürlich schöne Grüße an alle von allen. Es ist anzunehmen, dass der Außerirdische sofort telegrafiert. Grüße erhalten, stop, love, stop, ankomme Freitag, 18.35 Uhr, ZZB, stop, ET2.
dass hier auf Erden dann niemand weiß, was 18.35 Uhr ZZB sind, ist noch das geringste Problem bei diesem allzu schönen Plan. Ein weitaus größeres Problem ist die Tatsache, dass auch im besten Fall, wenn nämlich schon im ersten Sonnensystem ein billiger Eingeborener mitspielt, dass auch in diesem allerbesten Fall zigtausende von Jahren vergehen werden, bis das Teil überhaupt angekommen ist. Und wenn es erst im zweiten Sonnensystem passiert, dann eben noch ein paar zigtausend mehr. Das liegt an den großen Entfernungen im Raum und an den vergleichsweise kleinen Geschwindigkeiten solcher Raumfahrzeuge. Darauf werden wir später zurückkommen. Im Augenblick begnügen wir uns mit der Erkenntnis, dass in den nächsten 40.000 Jahren mit keinerlei Echo auf diese Voyager-Mission zu rechnen ist. Angesichts der Verhältnisse auf der Erde muss man sagen, dass da mit großem Aufwand viel Geld sehr weit zum Fenster hinausgeworfen worden ist. Und das, obwohl wir ja bis jetzt vom besten aller Fälle ausgegangen sind. Ein Katastrophenfall für das Unternehmen wäre neben unzähligen anderen vorstellbaren Szenarios, zum Beispiel, dass der vom Zufall auserwählte Außerirdische nicht nur genauso intelligent ist wie ein durchschnittlicher Erdenbürger, sagen wir mal aus Gelsenkirchenbühr, sondern an jenem fernen Tag einfach furchtbar schlechte Laune hat, weil er sich mit seiner vergleichbar intelligenten Gemahlin in der Wolle gehabt hat. Möglicherweise endet so die erste Begegnung zweier intelligenter Kulturen mit einem kräftigen Fußtritt oder ein paar Schlägen mit einer Eisenstange. Was bringt eigentlich gerade uns zu der Annahme, dass unsere liebgemeinte Botschaft freudig erregt aufgenommen wird? Es muss doch einem intelligenten Beobachter auffallen, dass zumindest hier auf der Erde jedes Leben den Atem anhält und versucht, unbemerkt zu bleiben oder gar zu entkommen, wenn ein Mensch sich nur bemerkbar macht. Und gerade das ist ohne Frage ein klares Zeichen von Intelligenz. Der Großteil kosmischer Wesen wird sich wohl beim Anflug unserer Sonde einfach mucksmäuschen still verhalten und erleichtert aufatmen, wenn's vorbei ist. Und nichts ist passiert. Und beim nächsten Stern, wieder 20.000 Jahre später, lachen sie sich einfach schlapp, wenn Voyager vorbeikommt. Wäre auch nicht dumm. Betrachtet man zum Beispiel das Schicksal der Indianer, muss man doch zugeben, dass es alles andere als intelligent wäre, einfach freudestrahlend auf einen unbekannten Erdenbürger zuzulaufen, um sich einige Minuten später abgeschlachtet wiederzufinden. Und damit sind wir beim wohl größten Problem der menschlichen Suche nach weiterer Intelligenz gelandet. Was bringt unsere Wissenschaftler zu der Annahme, dass sie diesmal besser als bisher imstande wären, ein intelligentes und beseeltes Wesen überhaupt zu erkennen? Die Geschichte der Wissenschaft unserer Zeit ist eigentlich eine Geschichte der Ignoranz. Es ist gerade 500 Jahre her, dass eine neue Welt entdeckt wurde. Und 100 Jahre. Wirklich wahr. 100 Jahre haben die höchsten Herren und die schlauesten Köpfe diskutieren und untersuchen müssen, ob denn Indianer eine Seele haben. Als es dann feststand, gab es schon nur noch die Hälfte. Und bis es sich herumgesprochen hatte, war fast keiner mehr da. Ganz hat es sich immer noch nicht rumgesprochen. Dass es sich bei Walen und Delfinen um höchst intelligente Wesen handelt, bezweifeln heute nur noch diejenigen, die sich nie mit dem Thema beschäftigt haben. Leider ist das weitaus die Mehrheit, und es steht zu befürchten, dass auch keine Wale mehr da sind, wenn es sich herumgesprochen hat. John C. Lilly, der mehr als ein Jahrzehnt mit Delfinen gearbeitet hat, sagt darüber zwei Dinge. Erstens, dass die Grenzen der Verständigung bei uns liegen. Was bedeutet, dass Delfine intelligenter sind als wir? Darauf lässt auch ihr komplexeres Gehirn schließen. Und dann sagt er, dass es lächerlich ist, im Weltraum nach Intelligenz zu suchen, wenn man sie vor der eigenen Nase nicht erkennt. Was würde denn passieren, wenn die erhofften Außerirdischen wie Quallen aussehen, oder wie Ameisen, oder wie rosa Wolken? Welcher Wissenschaftler kann behaupten, dass Intelligenz in rosa Wolken sich nicht manifestieren könnte? Unsere eigene Intelligenz scheint eindeutig an das Gehirn gebunden zu sein. Aber ist das zwingend? Und sitzt sie im Gehirn oder bedient sie sich desselben nur? Versteht, dass man tausende von Hirnen zerschnippelt hat und noch niemand hat auch nur ein Milligramm Intelligenz gefunden. Und versteht auch, dass wir das Resultat unserer Umwelt sind. Unsere Form von Leben ist tatsächlich an unseren Planeten gebunden. Unsere Augen gibt es wegen unseres Lichts. Und
Unsere Lungen wiegen unsere Luft. Gerade deswegen muss man doch annehmen, dass in völlig anderen Umwelten völlig anderes Leben entsteht. Und wer kann sagen, dass Intelligenz bei 2000 Grad Kelvin nicht existieren kann? Wieder würden 100 Jahre vergehen, bis die Ersten begriffen hätten, dass diese Invasionen von Feuerbällchen oder großen Regenwürmern, von Gummibällen oder fliegenden Filzhüten, von leuchtenden Kalamaris oder singenden Pferdeschwänzen, dass das die Außerirdischen sind, die der Einladung von Voyager gefolgt sind. Und wieder wäre keiner mehr da. So gesehen muss man hoffen, dass die gesuchten intelligenten Wesen intelligent genug sind, keinen Mucks von sich zu geben, um sich das Gröbste zu ersparen. Trostreich ist zu wissen, dass eventuelle Kontakte frühestens in 20.000 Jahren stattfinden. Wenn überhaupt. Zwanzigtausend oder 40.000 Jahre waren wohl auch der NASA zu viel. So wurde dann am 500. Jahrestag der Entdeckung Amerikas, damit keine Zweifel aufkommen, ein neues Programm gestartet. Das bisher aufwendigste. Es heißt MOP, Microwave Observing Project, oder auf Deutsch Mikrowellenbeobachtungsvorhaben. In zwei entscheidenden Bereichen ist es dem Voyager-Unternehmen weit voraus. Es arbeitet mit Lichtgeschwindigkeit und braucht so nur 2 Jahre, wo Voyager 20.000 Jahre braucht. Und es versucht, keine Botschaften an den Mann zu bringen, wenn man den mal so nennen darf. Ganz im Gegenteil besteht das Projekt in der aufwendigsten Suche nach eventuell zu empfangenden Botschaften. Voyager ist wie der Versuch, eine Nadel über einem Stadion abzuwerfen und dann zu horchen, ob jemand »Au« schreit. Mob horcht einfach so, ob überhaupt wer schreit. Die Idee ist alles andere als neu. Seit 30 Jahren gibt es solche Programme und keines hat bis jetzt Resultate gezeigt. Neu ist bei MOP die Größenordnung des Projekts. 10 Jahre lang werden 3 große Radioteleskope, darunter das von Arecibo in Puerto Rico mit seinem 300-Meter-Reflektor, das All auf einigen 10 Millionen Frequenzen gleichzeitig nach Radiosignalen abhorchen. Ein eigens entwickelter Superempfänger und die leistungsfähigsten Rechner ermöglichen es, aus der unglaublichen Menge von Signalen die wenigen herauszusuchen, die eventuell von anderen Zivilisationen stammen könnten. Das sind vor allem periodische Signale und solche, deren Frequenz nach einem bestimmten Muster schwankt. Die Idee ist doch gar nicht schlecht. Wenn wir uns die Erde einmal von außen vorstellen, aus der Position eines eventuellen Beobachters auf einem anderen Planeten, dann hat vor 100 Jahren auf diesem bis dahin absolut ruhigen Himmelskörper ein Ausbruch von Radiosignalen begonnen, der ständig wächst. In bestimmten Wellenlängen sind wir gewiss ein sehr auffälliger Stern. Heute dürfte vor allem die massive Ausstrahlung von Fernsehprogrammen rund um die Uhr und rund um den Planeten ein kosmisches Phänomen sein. Und die Signale der ersten Fernsehsendungen Ende der 40er Jahre sind jetzt fast 50 Lichtjahre entfernt von uns, in alle Richtungen unterwegs. Die Bilder vom Fall der Mauer können zurzeit in der Umgebung von Alpha Centauri empfangen werden. Und wenn zur gleichen Zeit dort eine kosmische Olympiade ausgestrahlt worden wäre, so könnten wir die Signale heute auffangen und die nach technischem Wissen verwerten. Für wie intelligent wird uns ein Außerirdischer halten, dem es gelingt, eines unserer Fernsehprogramme zu entziffern? Das ist genau das, was wir am liebsten hätten, ein Fernsehsignal erwischen, sagt Frank Drake, der Leiter des Projekts, das auch SETI heißt. Search for Extraterrestrial Intelligence. Und dann sagt er im gleichen Interview, dass seiner Meinung nach eine Chance von 50% besteht, dass ein Kontakt hergestellt wird. Aber da irrt Herr Drake möglicherweise. Trotz des großen Aufwands ist der Kosmos größer. Die 10 Jahre der Suche entsprechen dem Versuch an der Bahnstrecke Hamburg-Lüneburg, nach einem kurzen Blick über die Schulter auszusagen, ob dort Züge verkehren. Wenn man Glück hat, kommt tatsächlich gerade einer vorbei. Sonst kann man eigentlich nur mit der Schulter zucken. Die außerirdische Zivilisation, die wir suchen, kann uns in wissenschaftlich-technischer Hinsicht weit überlegen sein. Sie kann ebenso gut auf dem gleichen Niveau sein. Sie kann in der Entwicklung unterlegen sein und sie kann ohne weiteres auf eine ganz andere Art kommunizieren. Mikrowellen unabhängig. Oder wie Frank Drake befürchtet, es ist möglich, dass sie Kabelfernsehen haben.
Dieser Gedanke ist nicht so lächerlich, wie es scheint. Tausende von Jahren menschlicher Hochkulturen sind verstrichen, ohne dass Mikrowellen in Gebrauch waren. Seit gerade 100 Jahren benutzen wir sie. Und bis jetzt täglich mehr. Aber irgendwann werden sie uns wahrscheinlich so altertümlich erscheinen wie heute die pferdelose Kutsche des Karl Benz oder eine Shellac-Platte mit 78 Umdrehungen. Wenn wir davon ausgehen, dass die gesuchte und eventuell gefundene Kultur sich auf dem gleichen Niveau befindet wie wir, dann darf sie allenfalls 60 Lichtjahre entfernt leben. Kosmisch gemessen ist das unsere nähere Nachbarschaft. Wenn die Außerirdischen aber 80 Lichtjahre entfernt existieren, dann könnten sie im Moment ein noch so verzweigtes Netz von Fernsehsendern haben und geschlossen allabendlich vor der Glotze hocken, ihre Familienserien gucken, ohne dass diese Signale in den nächsten 10 Jahren bei uns auftauchen werden. Und wenn Mob in der Umgebung eines 1000 Lichtjahre entfernten Sterns sucht, dann müssen sie dort vor 1000 Jahren Fernsehen geguckt haben, damit wir die Signale heute empfangen können. Haben sie aber dort die Hochblüte des Fernsehens vor 1100 Jahren gehabt und sind längst darüber hinaus, dann schauen wir hier wieder umsonst in die Röhre, weil die Bilder schon lange an uns vorbeigeeilt sind. Wie der 200 Meter lange D-Zug auf der Strecke Hamburg-Lüneburg. Es ist tatsächlich möglich, dass sie Kabelfernsehen haben. Es ist sogar möglich, dass sie gar kein Fernsehen haben, so wie wir vor 2 Generationen auch noch keins hatten. Und Rom nicht und Karthago auch nicht. Möglich ist auch, dass sie es nicht haben wollen, obwohl sie es ohne weiteres einrichten könnten. Und wenn sie auf einem Planeten in unserer nächsten Umgebung leben, so bis 30 Lichtjahre weit weg, dann ist es nicht einmal unwahrscheinlich, dass sie es nicht wollen, weil sie unseres gesehen haben. Und schließlich ist es sehr gut möglich, dass sie es einfach nicht nötig haben, weil sie etwas Besseres kennen. Auch hier auf Erden gibt es die erstaunlichsten Phänomene von Kommunikation ohne Hilfsmittel. Schwarmfische und Zugvögel können Entscheidungen gleichzeitig treffen, und Delfine sowieso. Delfine haben einen Hirnbereich mehr als wir, und man nimmt an, dass er eventuell der Vernetzung der Einzelhirne zu einem Gesamthirn dient. Mehr als annehmen ist zurzeit nicht möglich, da der Mensch über die Intelligenz und ihr Funktionieren bis heute noch weitestgehend im Dunkeln tappt, selbst bei seiner eigenen Spezies. Aber dass Delfine sich viele Dinge nicht erst mitteilen müssen, weil sie sie gleichzeitig wissen, steht wohl fest. Zumindest bemüht man sich herauszufinden, warum es so ist. Und wenn es denn schon in unseren eigenen Meeren so ist, wie erst kann es in den Unendlichkeiten der Welt da draußen sein? Ein bisschen gleicht Mob auch dem Auftrag an alle Raumfahrer, nach eventuell verlorenen Autoschlüsseln Ausschau zu halten. Wenn sich tatsächlich welche finden, ist bewiesen, dass wir nicht allein sind. Wenn sich aber keine finden, und es finden sich keine, ist gar nichts bewiesen. Nichts als infantile Eitelkeit und fehlende Ehrfurcht legen uns die Annahme nahe, dass noch irgendwo im Weltall Familien auf IKEA-Sofas Waschmittelreklame im Fernsehen betrachten. Es ist absurd, sich vorzustellen, dass es irgendwo da draußen einen zweiten Professor Porsche gegeben hat, der einen zweiten Volkswagen gebaut hätte. Niemand wird glauben, dass unsere kosmischen Brüder Deutsch sprechen oder Schwedisch. Dosensuppen und Nietenhosen sind wahrscheinlich einzigartig. Aber selbst wenn die Jeans in keiner anderen Galaxis zu haben sind, beweist das etwas über Leben oder Intelligenz? Das Einzige, was Mob beweist, ist die Ahnungslosigkeit unserer Wissenschaft. Weil sie nicht die geringste Ahnung von Intelligenz hat, hat sie auch noch nie eine Spur von Intelligenz gefunden. Auch vom Menschen ist im wissenschaftlichen Sinne kaum etwas über seine Intelligenz bekannt. Wir wissen lediglich, dass wir mehr oder weniger darüber verfügen. Und wir sind die einzigen, von denen wir es wissen. So kommt es, dass die Mehrheit sich außerirdische Intelligenz immer sehr menschlich vorstellt. So auch Frank Drake. Wir sind ein guter Entwurf und es ist möglich, dass sie uns ähnlich sind. Zum Beispiel mit Händen, um Werkzeuge benutzen zu können, einem Kopf im oberen Teil des Körpers und die Augen im Kopf. Obwohl es natürlich besser wäre, 4 Hände zu haben, um mehr Einkaufstüten tragen zu können. Der Scherz zum Schluss darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass er das davor ernst meint und sehr ernsthaft hofft, dass sie Fernsehen haben. Traurig ist nur, dass niemand merken wird, wie intelligent sie sind, wenn sie kein Fernsehen haben.
Und sie haben keins. So gesehen sind auch die 100 Millionen Mob-Dollar rausgeschmissenes Geld. Um zum letzten Mal Frank Drake zu zitieren, so viel Geld geben wir doch gar nicht aus. Dies ist eines der billigsten Programme der NASA. Wir haben gerade mal 10 Millionen Dollar pro Jahr, kaum 0,1% des NASA-Budgets. Für den amerikanischen Steuerzahler sind das 5 Cent pro Person und Jahr. Wenn es wirklich um Leben und Intelligenz im Weltraum ginge, könnte die NASA entschieden billiger eine Antwort finden. Um nicht zu sagen gratis. Gratis wäre zum Beispiel eine so dumme Frage gar nicht erst zu stellen. Oder jedenfalls nicht mit großem wissenschaftlichen Aufwand nach einer Antwort zu suchen. Aber da liegt der Hund begraben. Es geht gar nicht um die Frage und auch nicht um die Antwort. Es geht einzig und allein um den wissenschaftlichen Aufwand. Mob und Voyager sind ja nur zwei von zahlreichen Versuchen. Rührend ist auch die interstellare Botschaft von Arecibo. Am 16. November 1974 wurde ein Radiosignal von der Sternwartin Arecibo in Richtung des Kugelhaufens M13 abgeschickt, der sich in 25.000 Lichtjahren Entfernung weit außerhalb der galaktischen Ebene befindet. Das Signal enthielt 1679 Bits. Da 1679 gleich 73 mal 23 ist, liegt es nach Meinung der Absender nahe, die Bits in einem Muster von 73 mal 23 zu ordnen, was ein hübsches Bild ergibt, in dem neben vielen Kästchen und Balken eine strichmännchenähnliche Figur und die vereinfachte Darstellung einer Parabolantenne sofort die Aufmerksamkeit eines menschlichen Betrachters auf sich ziehen. Wie es aussieht, wenn man die Bits in einem Muster von 23 mal 73 ordnet, was genauso nahe liegt, ist kaum zu erraten. Leid tun kann einem der eventuelle Außerirdische sowieso. Um beim Anblick von 10 verschiedenen Blöcken zu verstehen, dass das der Verständigung und binäres Zählen dient, braucht man zwar nicht unbedingt das gleiche Hirn, wohl aber den gleichen Arbeitsalltag wie ein Astrophysiker. Und um später zu begreifen, dass das Männchen nicht mehr binär gemeint ist, sondern bildlich, muss man schon hunderte davon gesehen haben. Und wozu es gut ist, die Anzahl der Zellkerne des Menschen und die Größe des Radioteleskops mitzuteilen, wieder binär, sei dahingestellt. Schwierig wird es schon, wenn der galaktische Physikprofessor Bevölkerungszahl und Zellkernmenge vertauscht. Dann stellt er sich die Erde so vor, wie wir uns China ausmalen. Unglaublich viele winzige Männchen. Wenn er gar das zentrale Männlein der Botschaft binär nimmt, hält er uns wahrscheinlich für völlig bescheuert, und der Wahrheit kommt er damit genauso nahe wie mit dem Wissen, dass wir 6 Milliarden Männlein waren, als wir vor 25.000 Jahren jene galaktische Flaschenpost ins kosmische Meer geworfen haben. In nur 50.000 Jahren werden wir wissen, ob es geklappt hat. Trotzdem darf man nicht glauben, dass die NASA einfach dumm ist. Niemand in der westlichen Welt gibt 100 Millionen Dollar für eine vage Hoffnung aus. Wenn also diese gigantischen Unternehmen voraussichtlich zu gar nichts führen und in absehbarer Zeit sowieso nicht, aber trotzdem hartnäckig viel Geld dafür ausgegeben wird, dann stimmt doch etwas nicht. Wozu betreibt jemand mit großem Aufwand eine Suche, die von vornherein zum Scheitern verurteilt ist? Welches Interesse kann jemand an einem Fehlschlag haben? So unglaublich es klingt, es sieht so aus, als ob gerade der Fehlschlag das eigentliche Ziel des Unterfangens ist. In Wahrheit hoffen alle Beteiligten, dass nichts passiert. Niemand will wirklich intelligente Brüder im All. Alle wollen das All für uns allein. Bewiesen werden soll, dass kein intelligentes Leben außer uns im Weltraum existiert. Aber dieser Beweis ist nicht zu führen. Und so tut man so, als ob man das Gegenteil beweisen möchte. Natürlich erfolglos, weil das ja indirekt die eigentliche These untermauert. Es ist wie mit den Wahlplakaten. Allein die Tatsache, dass eine an sich abschreckende Visage tausendfach vergrößert und vierfarbig abgebildet wird, wertet sie dermaßen auf, dass es hinterher sogar Leute gibt, die sowas wählen. Allein die Tatsache, dass die Weltmacht USA Milliarden Dollar dafür ausgibt, wertet die erschreckend dumme Frage nach weiterem Leben im Raum derart auf, dass hochrangige Forscher und exzellente Publikationen sich ihr widmen,
genau wie wir. Wenn es überhaupt etwas zu beweisen gäbe, dann doch allenfalls die Möglichkeit, dass unser Leben existieren könnte ohne anderes Leben ringsum, dass wir intelligent sein könnten ohne andere Intelligenz ringsum. Zu beweisen wäre unsere Einzigartigkeit. Und solange die nicht bewiesen ist, sollten wir besser davon ausgehen, dass Raum und Zeit erfüllt sind von Leben und Intelligenz. Es gab eine Zeit, da hat man mit sehr unfeinen Methoden die These verteidigt, dass die Erde der Mittelpunkt der Welt sei. Das weiß man heute besser. Desto verbissener muss man nun die Vorstellung verteidigen, dass der Mensch die Krone der Schöpfung sei. Irgendwann werden wir es besser wissen. Dann werden wir verstehen, dass unser Leben Teil eines größeren Lebens ist und unsere Intelligenz eingebettet in eine größere Intelligenz. Dann werden wir Respekt haben vor dem, was uns völlig enthält, und dann werden wir es vielleicht wieder verstehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir die erste und einzige Kultur mit dieser Sichtweise der Einzigartigkeit sind. Bis vor 4000 Jahren hat niemand daran gezweifelt, dass es mehr Geist in dieser Welt gibt als unser bisschen. Niemand vor uns hat sich je anders gesehen als alles ringsum. Die Abgrenzung ist unsere Erfindung, und sie ist weder dem Leben dienlich noch seinem besseren Verständnis. Wer einen Menschen liebt, weiß mehr über ihn, als wer ihn seziert. Einheit ist der beste Weg zum Verständnis, und es ist alles eins, und alle haben es immer gewusst. Wir sind Zeugen des Zusammenbruchs einer Weltanschauung der Arroganz, die uns selbst über alle stellt, obwohl wir doch mittendrin stehen. Voyager und Mob sind nichts als das letzte Aufbäumen eines längst gebrochenen Stolzes. Wir werden nicht mehr lange in den Weltraum schauen, wie Kolumbus nach Amerika geschaut hat. Alles meins. Es ist nicht unser, weil wir kosmisch gesehen ein Fliegenschiss sind. Und wenn es schon besitzanzeigend sein muss, dann sind wir dessen. Ob auch immer man es Raum oder Zeit, Gott oder Welt nennen will. Wären wir weniger überheblich, würden wir vielleicht sogar eine interstellare Botschaft zustande bringen, die interstellar verständlich wäre. Vielleicht würden wir einfach alle zusammen singen. Hauptsächlich besteht der Raum aus Zwischenraum, und seine Ausdehnung übersteigt die menschliche Vorstellungskraft. Damit wir uns trotzdem ein Bild machen können, beginnen wir mit einem Spielzeugraum, einem Modell der Sonne und ihrer nächsten Umgebung im unglaublichen Maßstab von 1:10 Milliarden. 10 Zentimeter in unserem Spielzeugraum entsprechen dann 1 Million Kilometer im wirklichen Raum. Die Sonne ist nur noch eine leuchtende Honigmelone. Merkur ist ein Sandkorn in 5 Metern Entfernung und Venus der Kopf einer Stecknadel, genau wie die Erde, dies in einem Abstand von 15 Metern und jene knapp über 10 Metern. Mars schwebt als Mondsamen 23 Meter weit weg von der Honigmelone, aber Jupiter ist schon fast so groß wie eine Kirsche, allerdings 80 Meter weit weg. Saturn ist nicht viel kleiner, aber doppelt so weit entfernt. Uranus eine Erbse in fast 300 Metern, Neptun eine mickrige Erbse in 450 Metern und schließlich Pluto und weitere Staubkörnchen in 600 Metern Abstand von unserer Spielzeugsonne. Mit einer Handvoll Mehl dazwischen gestreut vervollständigen wir das Modell und haben unser Sonnensystem komplett. Sonst nichts. Nur Zwischenraum. Eine Schildkröte könnte darin die Lichtgeschwindigkeit darstellen, wenn sie 6 Stunden brauchen würde, um direkt von der Sonne zum Pluto zu kriechen. Das ganze Modell hätte in einem ordentlichen Stadtpark Platz. Schwierig wird es erst, wenn wir unser Modell um ein paar Nachbarsonnen bereichern wollen. Wenn wir unseren Stadtpark, beispielsweise in Berlin, annehmen, dann müssten wir mit der nächsten Honigmelone bis nach Novosibirsk fahren, 4100 Kilometer weit, um sie dort abzulegen. Das wäre dann der Stern Proxima Centauri. Proxima heißt diese Sonne, weil sie der unseren die nächste ist. Auf der gesamten Erdkugel dürften wir noch knapp 20 weitere Melonen und sogar Kürbisse verteilen, jeweils mit Krümeln und Staub, aber dann wird der Modellbau wirklich kompliziert. Wollte man zum Beispiel Deneb im Schwan in unserem Modell darstellen, dann müsste man den Kürbis 4,5 Mal so weit entfernt unterbringen, wie unser realer Mond von uns schwebt. In 1,7 Millionen Kilometern Abstand vom Berliner Park mit der Melone, die unsere Sonne sein soll.
Und dazwischen, Zwischenraum, sonst nichts. Das ist vielleicht gerade noch vorstellbar. 20 Melonen und 50 Erbsen über den ganzen Erdball verteilt und sonst nichts. Ein gutes Modell für Raum in jeder Hinsicht. Aber lassen wir das Modell und springen wir in die 10 Milliarden Mal gewaltigere Realität. Jetzt hat der Raum ein beeindruckendes Format. Um ihn auch nur halbwegs anständig vermessen zu können, musste der wissenschaftliche Mensch das längste Maßband aller Zeiten erfinden. Das Lichtjahr. Das Lichtjahr hat gegenüber einem klassischen Zollstock zwei große Vorteile. Es wiegt so gut wie gar nichts. Und es ist unermesslich länger. Um genau zu sein, ist es 5 Billionen Mal so lang. Und das darf man wohl unermesslich nennen. 10 Billionen Kilometer. Wer sich das vorstellen kann, der möge sich melden. Der kann sich vielleicht sogar vorstellen, wie das Licht in nur einer Sekunde 7,5 Mal um den Erdball saust. Für den Menschen sind astronomische Maße wie beispielsweise 4 Millionen Jahre sinnlich nicht erfassbar und damit nicht genauer als der Anfang eines Indianermärchens, als die große Urmutter unter ihren Rock schaute und da die Erde fand. Aber was soll man machen? Wir benutzen jetzt den gleichen Trick und machen uns die Geschwindigkeit des Lichts zunutze. Es heißt ja, dass eine höhere Geschwindigkeit nicht erreicht werden kann. Nun sind 300.000 Kilometer pro Sekunde auch kein Pappenstiel. Doch selbst wenn wir uns, wie einst Münchhausen auf seiner Kanonenkugel, auf einen Lichtstrahl setzen, den unsere Sonne abschickt und so mit den erwähnten 300.000 Sekundenkilometern reisen, werden wir doch einige Zeit brauchen, wenn wir mehr erkunden wollen, als die schon vom Modell her bekannte nähere Umgebung. Merkur haben wir schon nach 3 Minuten passiert, Venus nach 6, die Erde nach 8 und Mars nach 13 Minuten. Eine halbe Stunde später taucht ein wesentlich größerer Himmelskörper auf, Jupiter. Und noch eine Stunde drauf Saturn, auch ein Brocken. Uranus passieren wir nach insgesamt 2-3 Viertelstunden und Neptun nach 4,5. Nach 6 Stunden müssen wir ordentlich aufpassen, damit wir den winzigen Pluto nicht übersehen, und dann haben wir unser Sonnensystem verlassen. Jetzt können wir ruhig ein ordentliches Picknick machen und so viele Nickerchen, wie wir möchten. Denn jetzt wird über 4 Jahre nichts passieren, bis wir bei Proxima Centauri vorbeizischen und in dessen Nähe vermutlich wieder mit ein paar einzelnen Brocken rechnen müssen. Aber auch dieser Spuk dauert nur ein paar Stunden und dann ist wieder Ruhe. Jahrelang. Alle paar Jahre mal ein Stern und in dessen näherer Umgebung verstärktes Verkehrsaufkommen und sonst nichts. Sirius lassen wir nach 9 Jahren hinter uns. Und nach 1800 Jahren nähern wir uns Deneb, den wir schon im Modell schlecht unterbringen konnten. Aber so kann es noch ewig weitergehen, je nachdem, in welche Richtung wir sausen. 10.000 Jahre, wenn wir senkrecht aus unserer Galaxis herausschießen. Wenn wir uns in der galaktischen Ebene bewegen, werden es 25.000 sein zum nächsten Ausgang. Und 75 quer durch den Saal. Einmal längs durch unsere Galaxis sind 100.000 Jahre, mit einer Geschwindigkeit von fast 300.000 Kilometern pro Sekunde. Das kann man genauso gut ewig nennen. Und wenn wir die Lust auf Reisen noch nicht verloren haben, können wir auf unserem Lichtblitz weiterfahren, um zu erleben, wie 4 Millionen Jahre so gut wie nichts passiert. Bis eine andere Galaxis auftaucht, ähnlich der unseren. Was eine Galaxis ist, wird uns später noch genauer beschäftigen. Auf jeden Fall werden wir auf unserer Reise alle paar Millionen Jahre an einer vorbeikommen. Und nicht alle sind sich ähnlich. Wer es dann 15 Milliarden Jahre ausgehalten hat, der ist endlich dort, wo unsere Astronomen hinschauen, wenn sie so weit gucken, wie sie können. Sagen sie. Da der Raum gekrümmt ist, wie Sie sagen, wäre es doch auch möglich, dass die allerletzte Galaxis in 15 Milliarden Lichtjahren Entfernung wieder wir selbst sind. So wie man auf der Erde wieder zu Hause ankommt, wenn man immer nur geradeaus geht. Auf unserer imaginären Reise hätte das den Vorteil, dass wir nach 15 Milliarden Jahren von unserem Lichtblitz direkt absteigen und uns auf eine grüne Wiese fallen lassen könnten und so das Problem der Rückfahrt wunderschön gelöst hätten. Vielleicht wäre es gerade Nacht und sternenklar, und ganz gewiss wären wir glücklich, den Himmel wieder so zu sehen, wie wir ihn lieben. Wahrscheinlich würden wir ihn mehr lieben als je zuvor, und ganz bestimmt würden wir ihn mit anderen Augen sehen. Wir würden zum Beispiel wissen, dass alle,
wirklich alle Sterne, die wir mit bloßem Auge sehen, zu unserer Galaxis gehören. Alle Sterne und auch alle sonstigen Lichtschimmer. Bis auf einen einzigen, zumindest nördlich des Äquators. In klaren Nächten kann, wer gute Augen hat, ein schwaches Flimmern im Sternbild Andromeda wahrnehmen. Es ist eindeutig kein Stern und deshalb hat man es immer Nebel genannt, wie viele andere Gas- oder Staubwolken. Erst in unserem Jahrhundert hat man erkannt, dass es etwas anderes ist. Der Andromeda-Nebel ist kein Nebel, sondern eine eigene Galaxis, die uns nächste. Alles andere, was wir auf der Nordhalbkugel mit bloßem Auge wahrnehmen können, ist unsere Galaxis. Am südlichen Sternenhimmel sieht man stattdessen die beiden Magellanschen Wolken, die auch keine Wolken sind, sondern zwei unregelmäßige Galaxien in nächster Nachbarschaft. Und jetzt werden wir erstmal kurz klären, was denn nun eine Galaxis ist. Schließlich wohnen wir ja in einer. Der Begriff kommt vom griechischen Galaktos, was Milch heißt. Von innen gesehen sagt man auch Via Lactea dazu, oder auf gut Deutsch Milchstraße. Das leuchtende Band, was wir in klaren Nächten am Himmel sehen, ist die Innenansicht der Galaxis. Stellen wir uns einmal vor, wir wären ein Molekül im Inneren eines Frisbees, das am Strand liegt. Wenn wir jetzt nach oben oder unten schauen, sehen wir recht wenig andere Moleküle, weil das Frisbee ziemlich dünn ist. Schauen wir aber flach durch die Frisbee-Ebene, sehen wir so viele Moleküle, dass man nicht mehr hindurchschauen kann. Unsere Galaxis hat eine Frisbee-ähnliche Form. Und die vielen Sterne, die die Milchstraße bilden, zeigen uns die galaktische Ebene. Haben Sie sich das vorstellen können? Dann seien Sie jetzt vorsichtig und halten Sie sich fest. Denn nun kommt der kleine Junge an Gran, dem das Frisbee gehört, und er wirft es seinem Freund zu. Jetzt ist unser Frisbee einer Galaxis noch viel ähnlicher, als wenn es am Strand liegt. Eine Galaxis kann man sich liegend gar nicht vorstellen. Wo sollte sie auch liegen? Sondern nur durchs All sausend. Und zwar im Prinzip genauso wie das Frisbee. Nach dem Lexikon ist eine Galaxis die Ansammlung einer großen Zahl von Sternen, Gas und Staub. In unserem Fall bilden diese eine flache Scheibe mit einem Durchmesser von 100.000 Lichtjahren. Ein riesiges Feuerrad ist wohl das Ähnlichste, was wir kennen. Natürlich ist die Ähnlichkeit mit einem Feuerrad rein äußerlich. In Wirklichkeit hat niemand eine Ahnung, welche Kräfte die durchschnittlich 100.000 Millionen Sonnen zusammenhalten, die eine Galaxis bilden. Und außer Sonnen, Gas und Staub gibt es noch schwarze Löcher, weiße Zwerge, Neutronensterne, Supernovas und vieles mehr, was sich einer einfachen Beschreibung entzieht. So wissen wir zum Beispiel so gut wie gar nichts über das Zentrum einer Galaxis und was darin passiert. Wie es aussieht, gibt es ein strahlendes Zentrum und ein saugendes. Während die Sonnen langsam nach außen driften, drängt zwischen ihnen nicht strahlende Masse nach innen. So entstehen die schönen Spiralarme. Und dass wir von der Erde aus das strahlende Zentrum unserer Milchstraße nicht sehen, liegt an ausgedehnten Staubwolken, die sich vor unseren Blick geschoben haben. Sonst hätten wir vermutlich im Sommer tagsüber zwei Sonnen am Himmel und im Winter eine tags und eine nachts. Und alles wäre völlig anders. Viel wissen wir nicht über Wesen und Funktion einer Galaxis. Was wir dagegen wissen ist, dass der Himmel voll davon ist. Die Astronomie spricht von Hunderttausenden von Millionen Galaxien. Zwei davon können wir hier ohne Hilfsmittel sehen, M31 oder den Andromeda-Nebel und unsere eigene. Wenn Sie mal jemanden treffen, der behauptet, die Milchstraße noch nie gesehen zu haben, dann wissen Sie jetzt, dass er sich irrt. Tatsächlich ist alles, was wir sehen, die Milchstraße. Und wenn jemand fragt, wo sie denn sei, die Milchstraße, dann werden Sie hoffentlich nicht auf das flimmernde Band am Himmel zeigen, sondern im Brustton der Überzeugung sagen, »Hier!« Wenn Sie in der Küche stehen und es fragt Sie jemand, wo denn die Küche sei, dann sagen Sie doch auch »Hier«, statt auf die Wände ringsum zu deuten und »Da« zu sagen. Wenn wir auch nicht der Mittelpunkt der Welt sein sollten, mittendrin sind wir. Und die Galaxis ist nicht nur da draußen, sondern auch das Stück Rasen, auf dem wir liegen, genauso wie wir selbst und der Opel Corsa, den wir uns gerade gekauft haben. Auch Tante Frieda gehört dazu und die Ameisen, die uns gerade pieken. Wir liegen ja immer noch im Gras, zurück von unserer 15 Milliarden Jahre Reise und schauen in den nächtlichen Himmel. Glücklich. Da wir die Dimensionen des Raums erlebt haben, werden wir sie wahrscheinlich sogar zu sehen meinen. Man sieht meistens nur das, was man versteht. Und wir hätten noch viel mehr verstanden.
Wir wüssten zum Beispiel, dass nichts da ist, wo wir es sehen, weil ja alles umeinander saust mit meist beachtlichen Geschwindigkeiten. Die Sonne war vor 8 Minuten, wo wir sie sehen. Saturn vor Stunden und Deneb vor fast 2000 Jahren. Es ist ähnlich wie bei dem Mann mit dem Hammer, den wir in einiger Entfernung auf der Baustelle sehen. Wir hören die Hammerschläge, wenn der Hammer in der Luft ist. Und die Geschwindigkeiten sind relativ hoch. Relativ sind Geschwindigkeiten immer, weil sie immer einen Bezugspunkt brauchen. Wie hoch sie sind, können wir am Beispiel unserer eigenen Reisegeschwindigkeit sehen, über die wir selten nachdenken, weil alles, was uns umgibt, mit uns reist. Wie das Kind, das auf dem Rücksitz jenes bekannt gut gefederten Automodells sein Türmchen aus Bauklötzen zustande kriegt, ohne dass es die 140 Stundenkilometer bemerkt, mit denen Papi über die Autobahn fegt. Ein Bewohner des Äquators legt täglich durch die Erdumdrehung 40.000 Kilometer zurück. Und auch die Kreise eines Berliners dürften noch bei 20.000 Kilometern pro Tag liegen. Das sind fast 1.000 Stundenkilometer. Und das ist noch gar nichts. Die Bahngeschwindigkeit der Erde bei ihrem jährlichen Umlauf um die Sonne beträgt beachtliche 108.000 Stundenkilometer. Und es kann niemand sagen, dass er nicht dabei ist. Natürlich saust die Sonne ihrerseits mit einer noch höheren Geschwindigkeit durch die Galaxis, und wir sausen mit. Und dass die Galaxis derweil untätig herumsteht, nimmt niemand an. Es heißt, dass die entferntesten Galaxien sich relativ zu uns mit annähernder Lichtgeschwindigkeit bewegen. Oder wir relativ zu denen. Es heißt auch, dass Raum und Zeit nicht mehr existieren, wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Das hat jedenfalls Einstein gesagt. Und meist scheint er ja recht zu haben. Etwas Ähnliches sagt auch Don Juan, der indianische Medizinmann, in den Büchern von Carlos Castaneda. Es ist möglich, dass sie das Gleiche meinen. Auf jeden Fall ist das schöne Lied passé. Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Heute weiß es jedes Kind. Es steht nicht einer. Und das ist der Raum. Alles rast umeinander rum, und nur weil so viel Platz da ist, passiert so wenig. Und solange nichts passiert, kann es uns sogar relativ egal sein, ob wir nun vielleicht doch mit Lichtgeschwindigkeit durchs All brausen oder nicht. Wir sind es ja gewohnt. Wenn natürlich was passiert, geht es uns wie den Bauklötzen des kleinen Jungen auf dem Rücksitz, wenn Papi plötzlich bremsen muss. Ratataklonk. Zum Glück passiert's nur alle 4 Millionen Jahre. Es könnten ebenso gut 8 sein, oder 80, oder gar Milliarden Jahre. Was macht's? Wahrscheinlich kommt man der Sache näher, wenn man es unendlich nennt. Und der Selbsteinschätzung ist es auf jeden Fall förderlich. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass unser Wissen über die Struktur und die Weite des Raums kein Wissen ist, sondern größtenteils Theorien und Modelle, die selten unumstritten sind. Und täglich sind weitere Theorien nötig, um neue Entdeckungen in ein Gedankengebäude einzuordnen, das sie zuerst einmal in Frage stellen. Das Resultat all unserer Forschung ist ein ständig wachsender Katalog unbeantworteter Fragen. Je mehr wir zu wissen meinen, desto größer wird das Wunder, das wir all nennen. Auch wir gehören zu den vielen kleinen Wundern, die das große Wunder geschaffen hat. Der Versuch, dieses Wunder als Ablauf physikalischer Gesetzmäßigkeiten zu beschreiben, ist eine Torheit und vermessen. Ähnlich sinnvoll wäre es, Leben und Tod seines Vaters in physikalische Formeln auszudrücken. Das Wesentliche bleibt auf der Strecke. In unserem Raum steckt mehr als Mechanik. Selbst wenn es Quantenmechanik sein sollte. Damit unsere Weltraumforschung einmal sinnvolle Ergebnisse hervorbringen kann, müssen so unwissenschaftliche Haltungen wie Bescheidenheit, Respekt und Liebe Einzug in die Forschung halten und in die Hirne der Forschenden. Fassen wir es noch einmal zusammen. Wir leben auf einem von 9 oder vielleicht 10 Planeten, ohne die Kleinplaneten zu zählen, die um unsere Sonne kreisen. Unsere Sonne ist eine nicht einmal besonders bemerkenswerte von 100 Millionen Sonnen in unserer Galaxis, die eine von 100 Millionen bisher bekannter Galaxien ist. Der Raum zwischen diesen Galaxien ist 100 Millionen mal größer als die Galaxien. Nichts steht still, und nichts ist da, wo wir es sehen. Und nichts trennt uns von alledem. Ganz im Gegenteil, wir sind mittendrin. Eines von vielen Phänomenen, die der wilde Wirbel, der sich Kosmos nennt, hervorgebracht hat. Wir sind ein Produkt, ein Kind dieses Raums, der uns umgibt, der uns enthält, der uns erfunden hat und der uns am Leben hält. Wenn wir unseren Vorgarten als Teil des Weltraums begreifen, kommen wir dem Raum näher, als wenn wir die Entfernung zum Andromedanebel auf den Millimeter bestimmen können.
Obwohl der Raum hauptsächlich Zwischenraum ist, ist er eins. Obwohl uns vor allem die Entfernungen mitgeteilt werden, gehören wir dazu. Nie werden wir den Raum begreifen können, wenn wir ihn nicht in uns begreifen. Hauptsächlich besteht der Mensch aus Zwischenraum. Wenn Sie schon einmal einen Faustschlag ins Gesicht bekommen haben, werden Sie das kaum glauben, weil Sie die Faust doch als etwas sehr Kompaktes empfunden haben. Aber die Wissenschaft sagt, dass alle Materie, auch Fleisch und sogar Blut, aus Molekülen besteht und diese wiederum aus Atomen. Ein Atom ist ein winzig kleines, aber recht genaues Modell eines Sonnensystems. Seit Hiroshima wissen wir, dass die Wissenschaft in diesem Punkt recht hat. Und das bedeutet, dass in der Molekularforschung das Gleiche gilt wie in der Astronomie. Je mehr wir wissen, desto größer wird das Wunder. Oder möchte jemand abstreiten, dass es ein Wunder ist, wenn eine astronomische Anzahl von Protonen, Neutronen und Elektronen sich 78 Jahre lang so verhalten, dass es aussieht wie Karl-Heinz? Und es sieht nicht nur so aus, weil sogar Karl-Heinz glaubt, dass er es ist. Erschwerend kommt hinzu, dass weder die Atome immer die gleichen sind, noch Karl-Heinz immer der gleiche bleibt. Trotzdem können wir den Greis bisweilen auf einem Foto von seinem ersten Schultag wiedererkennen. Es ist vermutlich richtig, dass der Mensch wie alle Materie ringsum aus umeinanderkreisenden Partikeln besteht. Aber noch richtiger ist, dass das nicht viel über sein eigentliches Wesen aussagt. Trotzdem wollen wir es noch einmal Schritt für Schritt wiederholen, weil es fast zu schön ist, um wahr zu sein. Ein Atom besteht aus einem Kern, um den je nach Beschaffenheit mehr oder weniger Elektronen kreisen. Zahlreiche Atome können ein komplexeres Gebilde formen, das man dann Molekül nennt. Zahlreiche Moleküle können alles Mögliche formen, was sie tatsächlich auch tun. Alles Mögliche formt sich aus Molekülen. Das bedeutet natürlich auch, dass diese Moleküle genauso gut alles möglich andere formen könnten, wenn sie wollten oder sollten. Ein Wasserstoffatom ist ein Wasserstoffatom, aber es kann in einem Menschen auftauchen oder in einem Stuhl, in der Luft wie im Stuhlgang und in der Sonne wie im Sonnenöl. Und das Wasserstoffatom als solches tut das Gleiche, ob es nun im Menschen steckt oder im Stuhl, auf den er sich setzt. Oder im Sonnenöl, mit dem er sich einschmiert. Es gehorcht den Gesetzen der Physik. Und dabei funktioniert es, als Mensch, als Stuhl und als Sonnenöl. Wenn nun die Gesetze der Physik immer die gleichen sind, das Atom aber im Hirn sitzen kann oder im Hintern, dann muss es doch etwas geben, das wichtiger ist als die Gesetze der Physik. Wieso kann ein Bild 100 Jahre an der Wand hängen, wenn Wand, Bild und Nagel nichts weiter sind als umeinander kreisender Zwischenraum? Woher wissen die Atome, wie sie sich zu verhalten haben, damit uns ein Bart sprießt? Der Mensch, der sich gerne für die Krone der Schöpfung hält, hat sich das nicht ausgedacht. Zum Glück. Unser Herz, unsere Lunge, unsere Beine und unsere Augen verdanken wir einer Entscheidung, die nicht physikalisch und nicht chemisch zu erklären ist. Unser Hirn, auf das wir so stolz sind, wir haben es nicht erfunden. Aber wir haben das Staunen verlernt und das Danken vergessen. Es scheint, dass sich niemand mehr wundert über die Wunder der Schöpfung. Aber das menschliche Herz ist ein Wunder, und das Hirn ist ein mindestens ebenso großes. Ohne die Ergebnisse unserer neuzeitlichen Wissenschaft schmälern zu wollen, muss man doch sehen, dass sie dem Wunder hilflos gegenübersteht. Die Fragen, wie ein Herz wächst, wie es bis zu 100 Jahre funktionieren kann und was es sonst noch tut, sind im wissenschaftlichen Sinn völlig unbeantwortet. Wir wissen, dass ein Menschenherz durchschnittlich 320 Gramm wiegt, rund 300 Kubikzentimeter groß ist, sich aus Wasser, Eiweiß und ein paar mehr Kleinigkeiten zusammensetzt, dass es 60 Mal in der Minute schlägt, einen Liter Blut in irgendeiner Zeit pumpt und aus ganz schön vielen Atomen besteht. Wissen wir damit etwas Wesentliches über das Herz? Über das Wesen wissen wir nichts. Im wissenschaftlichen Sinne wissen wir nichts. Natürlich hat ein jeder schon gelitten, ein jeder hat geliebt oder auch Angst gehabt, und ein jeder hat all diese Gefühle in seinem Herzen gespürt, unter anderem. Wissenschaftlich ist das Quatsch. Beim Menschen sagt es natürlich niemand, weil wir es alle besser wissen. Aber erzählen Sie mal jemanden, dass ein Stein leidet.
Wenn er überhaupt noch weiter mit Ihnen spricht, wird er Ihnen sagen, dass das Quatsch ist, wissenschaftlich gesehen. Aber wissenschaftlich gesehen unterscheidet sich der Stein vom Menschen hauptsächlich dadurch, dass Menschen die Wissenschaft machen und nicht Steine. Ansonsten bestehen beide aus Atomen und Zwischenraum. Lassen wir die Steine erstmal außer Acht. Der Mensch ist auf jeden Fall beseelt. Und intelligent, mehr oder weniger. Wo die Seele sitzt, wissen wir überhaupt nicht. Aber zwischen Hirn und Intelligenz scheint ein Zusammenhang zu bestehen. Wissen Sie, wie ein menschliches Hirn funktioniert? So ähnlich wie die freie Marktwirtschaft. Es gibt ein riesiges Angebot und die Nachfrage regelt das Weitere. Im Ernst, unser wunderschönes Hirn hat keinen ordentlichen Schaltplan. Es gibt reizbare Stellen im Überfluss und je mehr passiert, desto besser. Jedes einzelne von 6 Milliarden Menschenhirn baut sich sein eigenes Programm aus dem unendlichen Angebot und den mehr oder weniger vielfältigen Reizen zusammen. Wo ein Reiz sich wiederholt, wird das Netz verfestigt. Ständig wiederholte Reize führen zu Autobahnen im Gehirn. Wenn zwei Menschen denselben Lastwagen auf sich zurasen sehen, passieren in den zwei Hirnen unterschiedliche Dinge, aber beide springen zur Seite. Wir wissen heute einiges über das Hirn, und wir können es sogar beeinflussen, aber über die Intelligenz wissen wir gar nichts. Wir sind in der Situation eines Detektivs, der weiß, dass die Kugel ein Kaliber von 6,5 Millimeter hatte. Weiß er damit, ob der Schütze blond oder braun, groß oder klein, Chinese oder Schleswig-Holsteiner war. Er weiß nicht mal, ob es ein guter Schütze war. Das Hirn ist wie die Axt, die den Baum fällt. Ein hervorragendes Werkzeug. Aber wer schlägt damit zu? Dass die Kraft nicht in der Axt sitzt, ist klar. Dass die Intelligenz im Hirn entsteht, ist ganz und gar nicht klar. Wenn über die Intelligenz gar nichts klar ist, dann über die Seele noch weniger. Wissenschaftlich ist die Seele das gleiche wie Australien vor 500 Jahren. Man hat noch nicht Kenntnis davon genommen. Aber jeder Mensch war schon mal glücklich, zum Beispiel beim Anblick eines Sonnenuntergangs. Und so weiß jeder Mensch, dass er eine Seele hat. Eigentlich ist es verblüffend, dass die Wissenschaft sich diesem Phänomen nicht ernsthaft widmet, obwohl es doch etwas sehr Auffälliges ist. Hunderte von Seiten werden über kleine blaue Schmetterlinge mit oder ohne schwarzen Punkten auf den Flügeln vollgeschrieben. Aber wenn man etwas über die Seele wissen möchte, muss man schon in die Kirche gehen. Und da wissen Sie auch nicht, was abgeht. Da wissen Sie nur, wie Sie es gerne hätten. Wir wissen also nichts über die Seele und wir wissen nichts über Geist. Andererseits wissen wir genau, dass Geist und Seele das Wesen eines Menschen weit mehr ausmachen als Größe oder Gewicht. Ganz krass gesagt heißt das, dass wir über den Menschen kaum etwas Wesentliches wissen, wissenschaftlich gesehen. Menschlich gesehen wissen wir natürlich einiges. Tante Else zum Beispiel ist klein und geizig, kräftig, aber furchtsam, grauhaarig und völlig humorlos, kurzsichtig und tratschsüchtig. Sie hasst Unordnung und liebt ihren Enkel. Welche dieser Eigenschaft können wir feststellen, wenn wir Tante Else mit den Mitteln betrachten, mit denen wir im Weltraum suchen? Höchstens die Hälfte. Und zwar die relativ unwesentliche. Man könnte also sagen, dass der Mensch sich aus zwei Teilen zusammensetzt, einem wissenschaftlich erfassbaren und einem, der unserer Wissenschaft bis jetzt verborgen geblieben ist. Genauso gut könnte man von Körper und Geist sprechen. Natürlich sind Körper und Geist nicht zwei sauber zu trennende Teile, die dann zusammenkommen und den Menschen ausmachen. Körper und Geist sind eins. Das eine kann nicht ohne das andere existieren, und niemand könnte sagen, wo das eine aufhört und das andere anfängt. Die Grenze wird allein durch unsere Fähigkeit der Wahrnehmung gezogen, die tatsächlich begrenzt ist. Wenn ein Blinder, dem man zum Essen nur eine Gabel gibt, den Braten findet, die Suppe aber nicht, sagt das etwas über die Nahrhaftigkeit der Suppe aus? Geist und Seele gehören also dazu, auch wenn wir sie noch nicht gefunden haben. Die Materie dagegen kennen wir recht gut und wissen, dass sie ähnlich aufgebaut ist wie der Weltraum. Kleine Teilchen kreisen umeinander, und dazwischen ist viel Platz. Bis wir es besser wissen, müssen wir davon ausgehen, dass Geist und Seele in den Zwischenräumen wohnen. Alles Leben ist in Kreisen. Das haben die Indianer gesagt.
Und Sie haben es zu einer Zeit gesagt, als die späteren Mondflieger noch nicht ahnten, dass sowohl im Himmel wie auf Erden, im Kleinen wie im Großen, sich alles in Kreisen bewegt. Im Atom wie im Sonnensystem. Und von Kybernetik hat man damals erst recht keine Ahnung gehabt. Aber die Indianer haben auch gesagt, dass der weiße Mann zwar den Abstand zum Mond auf den Meter genau bestimmen kann, aber niemals könne eins mit ihm sein. Wahrscheinlich hätte kein Indianer je auf den Mond fliegen wollen. Vielleicht hätte er es einfach nicht nötig gehabt. Alles Leben ist in Kreisen. Wie einfach, ein profundes Naturgesetz auszudrücken, dem wir uns nach jahrhundertelanger Forschung allmählich nähern. Und wie anders die Haltung zu Leben und Umwelt, wenn das zum Allgemeinwissen gehört. Kant und Leibniz haben zwar richtig erkannt, dass in der Natur die Gerade nicht vorkommt. Alles Gerade ist vom Teufel, hat einer der beiden postuliert. Dass Gott sich in Kreisen manifestiert, ist eine umfassendere Aussage. Alles Leben ist in Kreisen. Manche werden Ellipsen genannt. Eigentlich alle werden durch übergeordnete Bewegungen zu Spiralen verformt, und viele sind nur ideell. Die Kybernetik ist eine Wissenschaft, die sich mit solchen ideellen Kreisen beschäftigt. Die Kybernetik setzt sich mit den Zusammenhängen auseinander, mit den Vernetzungen, die man sich am besten kreisförmig vorstellt. Der Hase frisst das Gras, wir verspeisen den Hasen, und wo wir uns entleert haben, wächst hinterher der Rasen für den nächsten Hasen. Das ist ganz kurz und sehr grob ein kybernetischer Kreis, der sich schließt. Ideell ist nur die Kreisform. Die Verbindung ist real. Tatsächlich besteht jede Zelle unseres Körpers aus etwas, das wir zu uns genommen haben. Zu uns genommen heißt, dass wir es aus der Umwelt herausgenommen haben, um es uns einzuverleiben. Und alles, was überbleibt, geben wir zurück in die Umwelt, die es sich ihrerseits einverleibt. Zum Schluss bleibt der ganze Mensch übrig und wird von der Umwelt zurückgenommen. Das ist doch eine sehr konkrete und sehr direkte Vernetzung. Unser Leben besteht daraus, dass die Erde durch uns hindurch wandert und wir durch die Erde. Inniger kann eine Verbindung nicht sein. Auch wir haben es einmal gewusst. Staub bist du und zu Staub sollst du werden. Aber die Indianer haben es nie vergessen, und deshalb ist die Erde für einen Indianer eine ebenso reale Mutter wie die Frau, die ihn geboren hat. Wer darüber lächelt, täuscht sich. Es beschreibt die Realität viel besser als die Vorstellung vom großen, toten Stein, auf dem wir wohnen. Kein Mensch würde radioaktive Abfälle in seine Mutter kippen, und niemand möchte die Abwässer der Chemiewerke trinken. Die Indianer haben nie vergessen, dass wir sie früher oder später doch trinken müssen, weil alles Leben in Kreisen ist. Alles ist mit allem verbunden. Und nichts kann den Kreisläufen entkommen. Wie viel mehr die Erde unsere Mutter ist als etwa irgendein Bauxitvorkommen, werden wir notgedrungen zu begreifen haben. Unter Schmerzen werden wir es lernen, dass alles Leben tatsächlich in Kreisen ist. Der Mensch braucht Sauerstoff und gibt Kohlendioxid ab. Der Baum verbraucht Kohlendioxid und produziert Sauerstoff. Auch eine innige Verbindung. So innig, dass man sie ebenso gut Abhängigkeit nennen könnte. Auch etwas, was wir bald begreifen werden. Hilfreich ist es, sich den Menschen als den Schnittpunkt einer großen Zahl verschiedener Kreisbahnen vorzustellen. Alles Leben ist in Kreisen. Und was ist es, was den Kreis auszeichnet? Am besten lassen wir die Indianer noch einmal zu Wort kommen. Es liegt viel Kraft im Kreis. Die Vögel wissen das. Darum fliegen sie in Kreisen und bauen ihre Nester in dieser Form. Der Fuchs weiß es auch, denn er lebt in einer runden Erdhöhle. Der Vorsprung in der indianischen Kultur zeigt sich in der Tatsache, dass ihre Wissenschaftler auch Poeten waren. So kommt es, dass sie die physikalische Erkenntnis in wunderschöne Bilder packen können. Dass viel Kraft im Kreis liegt, ist auf jeden Fall richtig. Jede Kuppel beweist es. Jedes Rohr, jedes Ei und jeder Strohhalm. Dass es die Vögel auf eine schönere Art und Weise zu beweisen scheinen, zählt für einen Physiker nicht. Auf jeden Fall bewirkt die Kreisform eine außerordentliche Stabilität. Und diese Stabilität beruht auf der absoluten Gleichwertigkeit aller Punkte im Kreis. Je deformierter die Kreisform eines Querschnitts ist, desto geringer ist seine Festigkeit. Und selbst die Füchse wissen es. Aber wir haben es vergessen und glauben es erst wieder, wenn es uns bewiesen wird. Wir wissen es auch. Deshalb baut jedes Kind seinen Schneeball so rund, wie es kann,
Und selbst unsere Hände scheinen es zu wissen, weil sie nichts leichter formen können als einen Schneeball. Dass dieses direkte Wissen gar nichts zählt, im wissenschaftlichen Sinne, beraubt unsere Wissenschaft der wichtigsten und größten Erkenntnisquelle, die wir besitzen, und erklärt deren Unfähigkeit, sich dem Leben und seinen Wundern zu nähern. Das Leben aber ist in Kreisen, weil sie so stabil sind und so ausgeglichen. Von der Schönheit wollen wir hier gar nicht erst anfangen, wohl aber eine weitere Außerordentlichkeit des Kreises hervorheben. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Wie sollte er auch, wenn alle Punkte gleichwertig sind? Wohl aber besitzt jeder Punkt einen genau definierten Gegenpunkt. Gegenüber von ganz oben ist ganz unten, gegenüber von rechts ist links, und wenn Sie auf einem Karussell sitzen, sehen Sie auf der einen Seite genau das, was Sie auf der anderen nicht sehen konnten. Wenn Menschen im Kreis zusammensitzen, hat jeder alle im Auge und alle zusammen sehen alles. Die Indianer, die ja vieles nicht vergessen haben, haben sich deshalb im kreisförmigen Bund des Stammes organisiert. Und zwar sehr bewusst. Für das Einzelwesen hatte das den Vorteil absoluter Gleichwertigkeit und denen, sich aussuchen zu können, ob man Punkt oder Gegenpunkt sein möchte. Das Dreieck, das unsere Organisationsform der sozialen Pyramide darstellt, ist neben der Gerade, die wir so lieben, das krasseste Gegenteil des Kreises. Unten viele, die plattgedrückt werden, und oben einer mit gutem Rundblick. Natürlicher ist ganz gewiss der kreisförmige Bund, und damit artgerechter, das heißt lebensgerechter, lebenswerter, lebendiger. Denn in Kreisen ist das Leben. Das Wasser, die wohl auffälligste Manifestation des Lebens, die wir kennen, scheint es sowieso zu wissen. Theodor Schwenk beginnt sein Buch »Das sensible Chaos« mit einem Kapitel über Urbewegungen des Wassers, dessen erster Absatz lautet: »Wo immer das Wasser auftritt, zeigt es das Bestreben, in die Kugelform zu gehen. Es hüllt die ganze Erde als sphärischen Wellenkörper ein und umgibt auch jeden Gegenstand mit einer dünnen Hülle. Als Tropfen fallen, schwingt das Wasser um die Form der Kugel«, oder als Tau in einer klaren Sternennacht abgeschieden, verwandelt es ein unscheinbares Wiesenstück in einen Sternenhimmel funkelnder Wassersphären. Lesen Sie das Buch, und Sie werden verstehen, dass die besseren Wissenschaftler immer Poeten sein müssen. Falls Sie nicht glauben mögen, dass Wasser eine Manifestation des Lebens ist, dann sollten Sie einmal einen Eimer Wasser in der Wüste ausschütten. Genauso gut könnten Sie versuchen, ein paar Tage lang nichts zu trinken. Alles, was wir wissenschaftlich als lebendig anerkennen, besteht zum größten Teil aus Wasser. Sie selbst zum Beispiel zu 70%. Etwas mehr, wenn Sie sehr jung sind, und etwas weniger, wenn Sie sehr alt sein sollten. Eine Qualle bringt es auf stolze 99%, und selbst ein alter, knorriger Eichenbaum ist nicht viel trockener als wir. Und das Wasser sucht die Kugelform. Die Kugel ist der Kreis in drei Dimensionen. Jeder Querschnitt einer Kugel ist ein Kreis. Und wo das Wasser keine Kugel bilden kann, versucht es, einen Kreis zu schließen. Der Fluss, so man ihn lässt, sucht seinen Lauf sich in Mäandern. Das ist der Kompromiss aus Kreisen und bergab. Heutzutage allerdings lässt man den Fluss nur noch selten seinen freien Lauf sich suchen. Normalerweise wird er kanalisiert oder begradigt, weil unsere Kultur die Gerade vergöttert. Dabei ist diese des Teufels. Und alles Leben ist in Kreisen. Natürlich sind die Flüsse nicht das Einzige, was kanalisiert wird. Angestrebt ist auch der gerade Mensch, und die Erziehung ist eine andere Art von Kanalisierung. Den Raum können wir noch nicht begradigen. Zum Glück. Aber wir können ihn geradlinig betrachten. Die Idee vom Urknall ist zum Beispiel das Resultat einer total geradlinigen Betrachtungsweise. Gut, das Weltall dehnt sich aus. Aber deshalb zu denken, dass es sich 15 Milliarden Jahre lang absolut gleichmäßig ausgedehnt hat, ist eigentlich erschreckend blöd. Es ist schon blöd genug, sich 15 Milliarden Jahre als eine endlos lange Gerade mit zahllosen kleinen Sekundenstrichlein vorzustellen. Auch die Zeit fließt in Mäandern. Und selbst Gedanken haben mehr Kraft, wenn man sie kreisen lässt, statt nur geradeaus zu denken. Ebenso sieht man mehr, wenn man rundum blickt, als wenn man auf einen Punkt starrt. Alles Leben ist in Kreisen. Aber wenn wir uns nur einen Kreis vorstellen, ist das immer noch zu geradlinig, zu einfach. Vorstellen muss man sich eine beachtliche Zahl kleiner und großer Kreise, die sich alle überschneiden. Ein locker gewickeltes Wollknäuel ist vielleicht ein brauchbares Bild.
Auch das Reiskorn, das auf seinem Kreise durch uns durchgeht, ist selbst Resultat einer Vielzahl verflochtener kybernetischer Kreise. Wenn Ihnen das sehr kompliziert erscheint, versuchen Sie doch mal, sich die scheinbar simple Bahn des Mondes wirklich vorzustellen. Er kreist um die Erde, die um die Sonne kreist, die in der Galaxis kreist, die im Raum kreist. Wahrscheinlich kreist sogar der Raum, ohne dass wir die geringste Ahnung haben, um was er kreisen könnte. Dabei kreisen wir mit, ob wir wollen oder nicht. Und wenn es so ist, dann sollten wir es einsehen. Betrachten wir das kleine Reiskorn, das wir gerade schon mal angeknabbert haben, einmal genauer. Und vor allem das kurze Stück seiner Bahn, das durch uns hindurchgeht. Da liegt es vor uns, schneeweiß und weich gekocht. Ähnlich wie wir selbst ist es das Ergebnis eines unerforschten Entschlusses, aus einem Keim, viel Wasser und einer Menge Mineralstoffe etwas anderes entstehen zu lassen als die Summe aus Keim, Wasser und Mineralien. In diesem Fall eine Pflanze, deren wichtigstes Anliegen das Hervorbringen neuer Keime ist. Einen davon stecken wir uns gerade samt seiner nahrhaften Verpackung in den Mund. Die Zähne brauchen wir kaum für das weichgekochte Bisschen, und mit Zunge und Speichel haben wir es gleich zu einem Brei verarbeitet, der nun in die Speiseröhre wandert. Aber schon im Mundraum sind die kleinen Partikelchen des Reiskorns zu uns übergesprungen, um uns einiges über Geschmack und Nahrhaftigkeit der zu uns genommenen Nahrung mitzuteilen. Wenn der Rest im Magen ankommt, existiert das Reiskorn als solches nicht mehr. In seine Einzelteile zerlegt ist es nicht mehr wiederzuerkennen. Und ein großer Teil dieser Einzelteile wird flugs in unseren Körper eingebaut, um in einer Muskelzelle oder einem Nervenstrang im Gehirn zu funktionieren. Was übrig bleibt, wandert langsam darum abwärts, um dann durch eine der dafür vorgesehenen Öffnungen ausgeschieden zu werden. Andere kleine Lebewesen stürzen sich darauf, um es durch ihren Körper weiter wandern zu lassen, und nach wenigen Durchläufen haben wir den schönsten Mutterboden, aus dem dann im besten Falle wieder eine Reispflanze hervorsprießt. Es ist klar, dass das Korn irgendwann ein Korn ist, irgendwann ein Teil unseres Körpers und irgendwann ein Schiss im Gebüsch. Aber wer kann jetzt sagen, wo der Schiss anfängt und wo der Mensch aufhört? Ist das braune Zeugs im Enddarm noch Mensch? Oder ist es schon Umwelt? Wo ist die Grenze? Beim Austritt? Im freien Fall? Beim Aufklatschen? Wenn die menschliche Wärme verdampft ist? Oder erst, wenn der erste Wurm sich seinen Teil einverleibt hat? Die Antwort führt die Frage ad absurdum. Es gibt keine Grenzen. Die Natur ist grenzenlos, es gibt fließende Übergänge und es gibt Grenzbereiche in ständiger Bewegung. Feste und starre Grenzen sind genauso unnatürlich wie die Gerade. Natürlich ist das Meer und der Himmel, aber niemand kann einen festen Punkt bestimmen, wo das eine aufhört und das andere anfängt. Wo gerade noch Luft war, kann jetzt schon Wasser sein. Und umgekehrt. Je genauer wir die Übergangszone anschauen, desto klarer werden wir erkennen, dass es einen Bereich gibt, den sich Meer und Himmel streitig machen. Richtiger muss man sagen, dass sie ihn sich teilen. Was wir im Allgemeinen als Grenze ansehen, weil wir vor allem nach Trennung suchen, kann man ebenso gut als den Bereich der Verbindung betrachten. Was wir Wasseroberfläche nennen, ist in Wirklichkeit die Schweißnaht zwischen Meer und Himmel. Nirgends sind sie mehr vereint, nirgends inniger eines. Was wir normalerweise Lunge nennen, ist genauso gut ein Teil der Atmosphäre. Und diejenigen, die sie seinerzeit so genannt haben, haben noch gewusst, dass sie bis in uns hineinreicht. Wenn es aber in uns hineinreicht und wir in es hinaus, warum können wir es dann nicht als Teil von uns erkennen? Warum fahren wir fort, es als andersartig zu sehen, als etwas, was es allenfalls zu erobern gilt? Nur der Unwissende sieht als Vielheit, was in Wirklichkeit ein einziges ist. Das hat natürlich ein Indianer gesagt. Und selbstverständlich hat er recht. Es bringt uns nicht weit, Dinge, die untrennbar miteinander verbunden sind, getrennt zu betrachten. Nichts wird man vom Wesen des Schmetterlings begreifen, ohne die Luft um ihn herum mitzubetrachten. Und wenn man umgekehrt etwas über die Luft wissen möchte, ist es hilfreich, den Schmetterling zu beobachten. Genauso verhält es sich mit Menschen und Raum. Verstehen kann man beide nur, wenn man sie zusammen betrachtet. Es ist mehr. Sie gehören zusammen.
Gäbe es eine Grenze zwischen uns und dem Raum, könnten wir nicht existieren. Ein Grundstein unseres eigenen Lebens ist schon mal die Wärme der Sonne, und wir sollten froh sein, dass uns nichts von ihr trennt. Ein Teil der Sonne ist in uns. Und so sind wir ein kleiner Teil der Sonne, ein Ausläufer, ein winziges Fingerchen. Und auch der Mond reicht bis in uns hinein, was die Frauen drastischer begreifen als die Männer. Angeblich balancieren wir auch mit Venus und Mars und Jupiter und Saturn und den anderen Planeten. Das behaupten auf jeden Fall die Astrologen. Und die Astrophysiker müssen ihnen recht geben. Der Einflussbereich eines Himmelskörpers hat keine Grenzen, so dass jeder jeden beeinflusst. Und Himmelskörper sind auch wir. Auf jeden Fall. Falls Sie mittlerweile vergessen haben sollten, dass Sie in Wirklichkeit mit hoher Geschwindigkeit durch den Kosmos sausen, dann sollten Sie auf Seite 29 zurückblättern und von da aus weiterlesen. Nach allen Seiten offen und mit allem verbunden, das ist unsere Situation im Raum. Auch die Woge der Gammastrahlen von Hiroshima saust nach allen Richtungen immer weiter ins All. Der Schrei einer abgerissenen Blume wird bis in die entferntesten Winkeln des Weltalls gehört. Hat das ein Inder gesagt? Ein Indianer? Oder Goethe? Es gibt also keine Grenzen. Es gibt nur Verbindungen. Grenzen sind eine Erfindung imperialistischer Machthaber, eine Fiktion. Wir sind genau bis in ein gutes Stück Erde, wozu reichlich Wasser und etwas verborgenes Feuer gehören. Dazu gut Sonne und eine letztlich nicht ganz erforschte Lebenskraft, die bis vor kurzem fast überall, der Einfachheit halber, Gottes Wille genannt wurde. Aber die wenigsten haben begriffen, dass sie tatsächlich Erde sind, gewesen sind, sind und immer sein werden. Dann Sonne, dann Mond und dann Sterne. Das ist kein esoterischer Pipifax, sondern eine schlichte Grundwahrheit, die sogar in der Bibel ganz vorne vorkommt. Staub bist du. Wir sind Erde, Sonne, Mond und Sterne. Und gäbe es eine Grenze, könnten wir nicht sein. Sagen Sie jetzt bitte laut, ich bin Erde, Sonne, Mond und Sterne. Wenn Sie rot werden oder sich albern vorkommen, sollten Sie das Buch einer Freundin schenken oder auf Seite 24 zurückblättern und von da aus weiterlesen. Wir gehören also zusammen, Mensch und Erde und Sonne und Weltraum. Zusammengehören ist nicht das gleiche wie abhängig sein. Natürlich sind wir abhängig, aber dass wir auch zusammengehören, ist mehr. Die Abhängigkeit ist wechselseitig. Das Kleine beeinflusst genauso gut das Große. Brauchen wir die roten Blutkörperchen oder brauchen die uns? Reguliert der Fluss die Biber oder regulieren die Biber den Fluss? Es ist anzunehmen, dass die Sonne jeden einzelnen Menschen mit der gleichen Kraft liebt, die ein einzelner Mensch in seiner Liebe zur Sonne fühlt. Dass wir die Sonne lieben, versteht sich von selbst. Wir tragen sie ja in uns. Fassen wir es noch einmal klar zusammen. Wenn wir die nicht gänzlich erforschte Lebenskraft oder Gottes Willen außer Acht lassen, sind wir Erde und Sonne. Die Hitze der Sonne brennt in uns, und unser Körper ist eine der vielen kapriziösen Erscheinungsformen, die das Erdreich in seinen Kreisen hervorzubringen beliebt. Es gibt da eine alte und weithin bekannte Geschichte von einem höheren Wesen, das aus seinem Klumpen Lehm ganz erstaunliche Sachen machen konnte. So abwegig ist die Story gar nicht, und deshalb bleiben wir noch ein wenig bei diesem Bild. Als Schöpfer nehmen wir einen Sechsjährigen, damit das Ganze ein bisschen handfester wird und besser vorstellbar. Der Klumpen Lehm wird aus den gleichen Gründen durch Plastilin ersetzt. Da sitzt er also, der kleine Schöpfer, und formt. Zuerst formt er einen Mann, aber der gelingt ihm eigentlich nicht ganz zu seiner Zufriedenheit. Also versucht er es mal mit was Einfachem, einer Schlange. Wieder zupft er etwas Knete aus dem großen Plastilinklumpen und macht weiter. Einen Apfel, einen Pilz und ein Flugzeug, das er aber nicht fertig kriegt, weil nun Mutter die Szene betritt, energisch in die Hände klatscht und entschlossen das Plastilin des Knaben wegräumt. Haben Sie es gemerkt? Wir sind gerade an einer entscheidenden Stelle dieses Büchleins, einer Schlüsselszene. Das Kind sieht ganz deutlich, wie Mutters Hände Mann, Schlange, Apfel und Pilz in das Regal stellen.
Die Kreuzwurst, die ein Flugzeug werden sollte, drückt sie nach kurzem Überlegen in den großen Plastilinklumpen zurück und legt ihn dann dazu. Die Mutter hat schon so viele Männer, Schweine, Schafe, Fahrräder und Kräne weggeräumt, dass sie gar nicht mehr richtig hinguckt. Sie stellt nur das Plastilinspielzeug des Buben weg. Die Mutter sieht als Einheit, was das Kind als Vielheit sieht. Beide haben recht. Wenn wir jetzt den Buben wieder durch Gott ersetzen, oder für die Ungläubigen durch Nigerle, nicht ganz erforschte Lebenskraft, und statt Plastilin wieder Lehm nehmen, dann stehen wir vor unserer realen Situation im Raum. Bis vor gar nicht allzu langer Zeit und in allen Kulturen, die wir Menschen hervorgebracht haben, war die Sichtweise der Mutter genauso selbstverständlich wie die des Kindes. Immer haben alle Menschen gewusst, dass alles zusammengehört, dass alles zusammen eine Einheit ist, die vielerlei Formen annimmt. Wir sind die Ersten, die es vergessen haben. Verdrängt, verloren, verscherzt. Alles ist eins. Es war immer klar und es ist heute noch genauso wahr. Höchste Zeit, dass wir es uns wieder klar machen. Wenn es doch nun mal so ist. Wir sind aus demselben Plastilin wie Sonne, Mond und Sterne. Und zusammen sind wir die Knetklumpen oder die Schöpfung oder das All. Alles gehört zusammen, ist miteinander verbunden, ist eins. Und es gibt keine Grenzen.